Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und ja, ich muss mein Mikrofon noch ein bisschen ausrichten. Okay, in der letzten Folge haben wir Kurchester, wie auch immer, erreicht. Und ja, wir schauen uns noch ein bisschen in der Stadt um und gucken mal, was wir mit dem Rest des Parks noch machen. Ich will noch nicht gegen die Arena Leiter, Leiterin, ich weiß gar nicht mehr, Stein, ich glaube, da war ein Arena-Leiter, ne? Jedenfalls, gegen den will ich noch nicht kämpfen, heute in diesem Part, und ja. Oh. Okay, da waren wir drin, ne? Will mich aber erstmal überall anders umgucken, weil Hotel ist relativ groß. Ja, warte mal hier. Das ist mein Lieblingsherr. Willst du sie auch mal auf deinem Pokémon anwenden? Keine Ahnung. Eissturm. Eisattacke, die gegnerische Pokémon Schaden zufügt und ihre Initiative sehr. Entschuldigung. Okay, wenn du ja technischen Platten sammelst, dann untersuche am besten Pokémon ist in der Naturzone. Mach's bei deiner Raids mit oder kauf sie. Sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena Change abgeschlossen. Also 10 Champion herausgefordert. Muss nicht gesagt, eine Challenge abgeschlossen. Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt voll mollig warm. Was für ein Ding? Ein Kloptopus. Oh. Schneeball. Mit der Träger von Eisattacken getroffen, steigt sein Angriff und das Item verschwindet. Okay. Um Schneeball-Effekt auszulösen. Verstehe, also ich warte ja nur. Ist hier irgendwie um die Ecke irgendwie hopp oder so auftaucht. Entschuldigung, hopp. Dann wird es irgendwie schon untergegangen, habe ich so ein Gefühl. So, hier waren wir noch nicht. Schon seltsam, wie sehr ein das Flackern einer Flamme beruhigen kann. Ja, bei einem toten Pokémon. Was ein Geist ist. Das wahrscheinlich voll den creepy Pokédex-Eintrag hat. Keiner. Ich wollte mir die Haare eigentlich nur ein klein bisschen kürzer schneiden lassen. Jetzt habe ich eine Glatze. Boah. Wo bist du? Oh, ist da wieder so ein Restaurant oder so, wo ich kämpfen kann? Ey. Da bin ich ein bisschen nervös jetzt. Irgendwie sind die Pokémon immer viel zu krass hier. Wenn ich dir Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Essen jetzt so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um hereinzukommen, hierher zu kommen. Du gehst vom Essen über die Arbeit. Willst du dir eine Mahlzeit verderben? Ist wirklich unglaublich lecker. Ich wünschte, ich würde es auch so gut hinbekommen. Dann könnte mein Pokémon auch mal davon kosten. Ist perfekt gebraten, ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient ein großes Lob. Ich will mit dem Mann auch reden. Darf ich nicht. Die Frau verbietet es. Das ist ein toller Wandteppich, stimmt's? Ich habe ihn auf einen Antiquitätenmarkt ergattert. Hat er. Kannst du sehen, kann es sein? Ja. Die beiden Helden, er hat dann einfach irgendwie da rausgerissen oder was? Hallo und willkommen beim Lecker Paul. Unser Steakhouse fest. Kein Gast ist hungrig. Da kannst du gar nichts machen. Okay, ich dachte, hier kann man wieder irgendwie so gegen Pokémon kämpfen. Mich dann fertig machen. Die Rhone-Therme, ich habe gehört, diese heiße Quelle gäbe es schon seit Urzeiten. Das hier? Jemand das, ne? So, im Hotel waren wir noch nicht. Da war noch eine Boutique, glaube ich, auf rechten Seite. Und da waren noch ein paar Häuser. Nein, ich wollte eigentlich. Boah. Ich wollte umdrehen, ey. Den kannst du irgendwie gar nicht steuern. Ja, war ich glaube schon mal drin, aber ich gehe noch mal rein. Hm. Hier gibt es genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Ich bleibe mal. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob sich zu Fernontor oder Frostage entwickeln wird. Ja, am besten du checkst das mal. Hat Geschlecht, ne? Wenn es weiblich ist, dann entwickelt sie sich zu ein awesome Frostage. Aber weiblich kann auch mit zu Dings werden, ne? So, ja. Es muss ein richtig krasses Folgenerlebnis sein, wenn man sein Pokédex vervollständigt. Ja. Jetzt da ja nicht alle Pokémon in diesen dieser Generation drin sind, ist das sogar im Bereich des Möglichen, was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen freut. Pokepuppe. Aber ich bin auch wieder der Einzige, ne? Jeder andere beschwert sich hier, dass nicht alle Pokémon
die es je gab in diesem Spiel vorkommen. Wäre echt gut, dass nur so eine limitierte Anzahl hier drin ist. Hier für mein Pokémon einen Schneeballschlacht zu veranstalten. Wenn es warme Schnee geben könnte, man doch viel mehr Spaß draußen beim Spielen haben. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie nicht lesen, irgendwas. Oder ich konnte noch nie lesen, weiß ich nicht. Drachen-Pokémon sind schwach gegenüber dem Typ Eis. Sie sind wohl sehr kälteempfindlich, was? Ich habe eine hohe Körpertemperatur, deswegen rechten wir leichte Kleidung. Ein Jacket würde dir diese breiten Schultern gut zur Geltung bringen, oder? Mein Gott, hier sind drei Frauen, die exakt gleich aussehen. Ich will unbedingt Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie niedlich meine Pokémon sind. So funktionieren Klamotten. So. Erstauner Gegenstoß. Oh, so was wäre nicht schlecht. Was meinst du nicht? Ah, nee, das ist okay. Also ich kann einmal ganze Klamotten oder kaputte Klamotten kaufen, so wie ich das sehe. Irgendwo hört man im Weg ist nur hart Facepalm. Sieht doch cool aus. Ja, teuer 88.000, ey. Oh, endlich mal vernünftige Schuhe, ey. So, aber hier noch diese dicken Dinger. Nein, die sind doch viel zu klein für meine Augen. Was sehen meine Augen, waren viel zu groß dafür. Okay, weiß nicht, so eine riesige Auswahl fand ich. Aber wem es gefällt, ne? Gong. Der Steinboden ist kühl, deswegen sammelt sich darauf schnell Schnee an. So, oh. Eisschwer. Das ist eine Eisattacke. So. Hi, na. Man kann auf Kämpfe noch so gut vorbereitet sein. Am Ende entscheidet doch auf das Glück. Irgendwie nicht. Ich war zwar sicher, dass ein Kampf verlieren würde, doch dann hat man mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelernt. Ja, okay. Aber trotzdem. Sie viele, die sich am Pokémon-Kämpfen erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es sind doch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Was? Da hat man den Typen aus Mamoria City, der einen direkt irgendwie zu Rokkos Arena schleppt. Ey, wenn du irgendwie nur auf der Durchreise sein willst. Ich trägt mich bis heute noch auf. In dieser Therme soll der Held seinen Wunden geheilt haben. Das ist die historische Heroentherme. Der Held soll einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. So wie Siegfried der Drachenritter. Ist das ein Stobilika, das auf dem Relief abgebildet ist? Also nicht Drachenritter, aber Drachentöter, ne? Drachenmeteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einer Pokémon beibringen? Nein. Ich habe keinen Drachen. Der Ringe soll man als Challenger aber auch nicht unterschätzen. Was mich? Mir haben es zwei Challenger angetan. Hopp und Mary. Über einen kann ich das ja noch verstehen, aber einen anderen nicht so. Ne, was stimmt mit dir nicht? Das ist das reinste Paradies. Ja, okay. Ich glaube, ich habe ja alles erkundet. Ne? Da bin ich reingegangen. In die Häuser rechts bin ich reingegangen. Ne? Jetzt nur ein Stadion hier zu sein. Oh Gott, ich wäre schon wieder beinahe reingefahren. Ich dachte, da wäre hopp. Die im Pokédex empfohlenen Pokémon ändern sich täglich oder dann, wenn du alle Pokémon auf der Liste gefangen hast. Oh, also, was mit den Gebieten? Oh, du bist ein Flampion. Die Kälte drückt auf meine Stimmung. Das Flampion ist deutlich verbessert. Das Flampion ist deutlich besser. Es speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Ja, okay, hier passiert nichts. Okay. Also, er hat schon da einen Text stehen gehabt. So, ist das wieder eine Schwert-Exklusiv-Arena oder? Ich meine, ein Schild gab es in der Eis-Arena-Leiterin, oder? Die sah jedenfalls so aus. Also muss ich bald wieder zweimal aufnehmen. Schau mir die Kämpfe des Arena als immer auf dem Monitor im Stadion an. Also,
Dann muss ich bei Schild wieder irgendwann ein Part aufnehmen, wo ich dann gegen den Schild Exclusive Arena Leiter kämpfe. So, das war schon eigentlich schon hier in Chichester. Nee, im Hotel waren wir noch nicht. Ist mir gerade nur so eingefallen. So, hi. Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und dabei nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappen. Hm, ich möchte irgendwo, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Und mein flauschiges Elfen kann ich nicht schlafen. Die Gebäude in Chichester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich vor Geschichte. Vom Hotel Ionia. Oder Leonia. Ionia, ne? Ein Elf würde man noch erkennen. Hi. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Jetzt soll nur zwei Richtungen laufen, Mann. Frau. Wir sind zum Recherchezweck hergekommen. Gala ist wirklich wunderschön. Das ist für Currysorten. Sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt, aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Ich stehe im Moment total auf die Rotom Rally. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Kanto ist doch basiert auf Japan. Also hat hier ist England. Magst du Pokémon? Nein. Ah, verstehe. Du magst sie nicht nur, du liebst sie. Willst mich? Oh, ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, diese Polizisten. Huch, hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist. Okay. Okay. Wird notiert. Notiert meine ich, das habe ich doch dann wieder längst vergessen. Das ist schon der zweite Ort, wobei kommen sollen, wenn man wieder Champs in den Engine City war, auch irgendwie so eine Person. Hep und Hep, das kann doch nicht so schwer sein. Du musst auch ganz so gute Pokebälle werfen. Ja. Ich bin bei für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht darin, neue Spiele zu entwickeln. Da ist Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ach, sind da wieder die Spielemacher hier. Deswegen Musik im Hintergrund, das stammt von mir. Ah, ich bin der Projektleiter. Donnerwetter, so ist also ein Pokédex zu vervollständigen. Das hört man gerne, gib mich auf, und das Ideale. Fällt mir ein, ich habe ja etwas, was ich dir dabei helfen könnte. Weil es ein super Fang-Pin. Was für ein Ding? Mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Okay. Kommt wieder, wenn du deinen Pokédex vollständig hast. Okay. Habe ich jetzt mal so dauerhaft irgendwie was bekommen? Meine Chance, Pokémon zu fangen oder was? Aber ja, krass irgendwie. Bin hier schon wieder neue Sachen, Limonade. Okay, cool. Kann ja nicht schaden, ne? Also weiß nicht, weiß man nicht, um wie viel Satz Öl, wahrscheinlich 001 oder so, aber kann auch nicht schaden. So, wer seid ihr? Erst wenn die grundlegenden Technik gemeistert hat, kann sich kämpfen in der Praxis stellen. Die Lektion habe ich durch Karat gelernt. Es soll wilde Pokémon geben, die in heißen Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Ich meine, solche Informationen sind da nicht schlecht, aber manchmal einfach so random so eine Person in so einen Raum hier zu packen, wie einen sowas sagt. Mein Partner Pokémon ist sehr reinlich, es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch zum Typ Boden. Otomorph. Okay, sind wir ja fertig in Chichester. Dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Versuchen jetzt erst einmal zu gucken, was ich hier noch fangen kann. Weil ich bin dann, wenn schon einen ganzen Part irgendwie damit verbringen. Narina. Jetzt haben wir schon wieder die Hälfte des Parts um. Wer weiß aber, wie schwer das ist, ne? So, boah, wo war das nochmal? In Claw City? Warte mal, ich komme mich auch da zum Pokémon Center. Okay. Ja, fangen wir ein paar Pokémon wieder. 15 Minuten. Pokédex füllen und so. So, hier irgendwo, ne? Ich hoffe, das bringt es jetzt. Was habe ich vor? Ich habe Folgendes vor. Ich hole mir hier Knapfel.
Der wollte einen Knopf laden, ne? Also geben wir den auch einen Knopf. Hi. Du hast einen Knopf für mich? Ja. Du brauchst einen Knopf. Oh, ein echtes Knopf. Tausend Dank. Jetzt habe ich keinen Ausreden mehr. Ich muss den Schritt einfach wagen. Schutz mit der Zauberei. Ich werde ihr meine Gefühle gestehen. Hi, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Warum wolltest du denn plötzlich mit mir reden? Hi, wie läuft's denn so mit dem Packen? In dem Packen? Ach, damit bin ich mehr oder weniger durch, würde ich sagen. Der Umzug ist schließlich schon morgen, du weißt ja. Ja. Hey, guck mal hier, dieses Pokémon. Oh, ein Knopf, sagt bloß, was hast du selbst gefangen? Nicht wirklich, ich habe es geschenkt bekommen. Tut mir leid, eigentlich hätte ich ganz fest vor, dir ein selbst gefangenes Knopf zu schenken. Weißt du was, vergiss es, komm, ich nehme es wieder mit. Ja, ich fürchte, ich kann dieses Knopf nicht annehmen. Klar, schon klar. Egal wie weit ich wegziehe und egal wie lange es dauert, bis wir uns wiedersehen, ich werde immer auf ein selbstgefangenes Knopf von dir warten. Was? Jetzt muss ich schnell weg, bis denn. Abgelehnt. Hast du das gerade gehört? Weißt du, was ich glaube, dass es bedeutet? Ich glaube ja. Ich bin 10 oder irgendwie so. Ich habe noch keine Ahnung von solchen Dingen. Danke. Was? Aber das heißt ja, dass sie... Echt jetzt? Echt und im Ernst jetzt? Ich flipp aus. Juhu. Entschuldigen Ausdruck, aber ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass sie mich auch mag. Okay, jetzt gebe ich dir wohl besser schnell dein Pokémon zurück. Hier. Das ist ja knapp wieder bekommen. Was hast du noch dafür? Und hier das noch was dafür, dass du mir den entscheidenden Anschluss gegeben hast. Einen sauren Apfel. Die Sonne beeinflusst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er schmeckt sehr sauer. Okay. So, jetzt mache ich mich auf den Weg. Fang mit mir, mit meinen eigenen Händen einen Knapfel. Irgendwann werde ich es dir schenken. Eher schenken. Ich schaffe das. Auf in die Jagd. Danke nochmal und bis die Tage. Hier kann ich damit Knapfel entwickeln. Das sieht mich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Wir haben schon Apfel. Tiamat trägt die ganze Zeit einen Apfel mit sich herum. So, ich werde wahrscheinlich nicht gegen Pokémon kämpfen, ne? Also, warte mal, Tiamat hat Trugschlag, ne? Das ist perfekt, das ist perfekt. Varion hat, glaube ich, out. Ich werde nicht überleveln, ne? So, wir machen jetzt Folgendes. Das wird jetzt der Entwicklungspart. Wir fangen uns noch einen Haufen Pokémon, versuchen einige zu entwickeln. Pokédex zu füllen. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf in die Arena. So, ich hoffe, 30, das dauert zu lange, alles zu lange. Ich glaube, ich weiß auch noch, wo ich noch keine Pokémon gefangen habe. So, Rion kann auch Trugschlag, oder? Oh, nö. Also Trugschlag lernen. Blö. Dreck. Gibt's irgendeine? Na, nehmen wir im Dings rein. Tiamat, der hat Trugschlag, da weiß ich. Nein. Ich weiß nicht, was ich noch in 10 Minuten machen soll. Ich gehe jetzt bestimmt nicht noch in die Arena rein. Wollen wir erst mal wissen, was passiert. Noch mal aus dem Weg, Alter. Was noch passiert, wenn man dieses Knapfel abgeben? Und ja. Dann gehen wir mal weiter unserem Pokédex ein bisschen ausbauen. Ich meine, hier waren noch einige, die ich nicht gefangen habe, einige Pokémon. Oder? Nee, verwechsel ich schon wieder was. Na. Warte noch mal, Engine City war halt. Flap. 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 Okay. Gibt es auch irgendwie so eine Quest noch irgendwie, muss man irgendwie ein Pokémon suchen, hat irgendjemanden weggelaufen ist, man soll irgendwie pfeifen,
in der Nähe vom Wasser, aber ich habe schon mal hier alles umgedreht und ich habe irgendwie nicht gefunden, was ich suchen sollte. Wow, Geniefeder, die hatte ich gar nicht. So, ich meine, hier war noch, hier waren noch so Noctus und so, die haben wir noch gar nicht gefangen. Ne, komm her. Ein Noctu wild erscheint. Oh, ich habe, glaube ich, wieder voll die falsche Box ausgerüstet. Ne? Also ausgerüstet. So, komm mal her. Ja, was muss ich ja noch mit dem Party machen? Ja, wir laufen auch Mogelbaums rum, aber die habe ich schon gefangen. Ne? Lass mich mal mein Mikrofon noch ein bisschen ausrichten. Ah, okay. Na, komm her. Boom. Luftschnitt. Du warst was, Level 26 oder irgendwie so was. Ich habe nicht so schwer sein, nicht zu fangen, ne? Pokéball flieg. Und ich habe jetzt irgendwie diesen Super Wurf erhöht. Also hoffentlich aktiviert es dann auch ein paar Mal. Klasse, Noctu wurde gefangen. Nein. Ein Level Up bedeutet, dass sie sich entwickeln. Also alle ein Level abbekommen würden, wäre krass. Seine Augen sind so gut entwickelt, dass es selbst in fast kompletter Dunkelheit so klar sehen kann, als wäre es Tag. So, ich habe wahrscheinlich wieder die falsche Boxen, ne? Nein. Du kommst ganz bestimmt nicht in diese Box rein, ne? So, Mogelbaum. Haben wir schon einen Mogelbaum? Hier war ein Mogelbaum, das weiß ich. Was? Der läuft auch schon hier rum. Ich dachte, in diesem einen Gebiet können wir ihn halt erstmal begegnet. Alles klar. Okay. Fange ich eben eine schwächere Version von dir. Boostret. In der Animation sieht man einfach nur, wie der einschlägt. Das stimmt mit dir nicht. Oh Gott. Auf mir Schaden zu machen. Aua. Hier mal selbst Hochschlag ein. Boom. So. Nicht gut. Alles klar. Pokéball flieg, flieg. Au. Linde. Oh. Okay, jetzt wird nicht nervig, okay? Oh. Animation, die kosten alle so viel Zeit, Mann. Aber schon, bleib drin. Boah, wackelt nicht ein einziges Mal. So, ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, aber der hat irgendwie nichts eingesetzt. So, ich hoffe, du kannst nicht irgendwie Bodycheck oder irgendwie sowas. Wäre ein bisschen nervig. So, bleib jetzt drinne. Haben schon alle Dinger sofort gefangen in letzter Zeit, ne? Jetzt kommst du wieder auf den Ecke und gehst mir auf den Nerven. Wenn ich irgendwann bei Donnerwelle oder so einsetzt, ich hab Fritzelwitz, oder? Ja. Du hast Donnerwelle, komm. Dann wirst du auch bestimmt einmal raushauen können. HP-Schutz. Da kommen einmal macht das egal. So, jetzt bist du noch paralysiert. Was sagst du dazu, ne? Jetzt komm rein. Na ja. Ja. Yes. So, jetzt wissen nicht einige Pokémon auch voll entwickeln, ne? Ja, 1, 2, 3.
Wir sind jetzt drei Entwicklungen, die er zu Gesicht bekommen. Weil auf Sachen lernen zu wollen. So, komm, gib's mir. Nanu, Micro entwickelt sich. Jetzt haben wir auch die ganzen Entwicklungen von denen. Ein Kralowitz. Aber irgendwie als erstes nur ein Micro und dann Kram auch schon gehabt. Es weiß, Objekte geschickt einzusetzen. So greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Da hängt sie. Nanu, Wolli entwickelt sich. Alle entwickeln sich. Wolli hat sich zu Belektro entwickelt. Schön. Es generiert Strom und lässt ihn zur Unterstützung beim Rennen in seinen Beinen fließen. Dadurch kann es 3 Tage und Nächte ohne Pause rennen. Krass. Und noch eine Entwicklung. Und du entwickelst dich. Und du entwickelst dich. Skoppel entwickelt sich. So. Grabbit. Schlägerskoppel. Seine Stärke gleicht der eines Baggers, so dass es sich durch Gesteinsschichten graben kann. Es leistet großartige Arbeit beim Tunnelbau. Mit den Armen. Ja, Karadonis. Er steht unentwegt nach Stärke. Wer in den Bergen ein Karadonis beim Training erblickt, sollte sich ganz leise aus dem Staub machen. Da hat man jetzt 4 neue Pokémon. Krass. Na, Fritz und Blitz hat sich noch nicht. Ja, du kannst raus, du kannst raus. Kapado hat sich von allen Pokémon noch nicht entwickelt, ey. Hier nehmen wir dich neu im Team und halt nicht dich. Und weiß nicht, wann die sich entwickeln. Finde ich aber ist eine gute Idee, so wie die Pokémon zu entwickeln und den Decks zu füllen nebenbei, jedenfalls wenn wir nichts anderes zu tun haben, ne? So, wir sind nur Hothuts, nur wir sagen mir jetzt was Neues drin, ne? Ich habe, ich glaube ich sogar nicht, glaube ich noch gar nicht. Gladiant, wie? Nö, dann komm mal her. Nicht sehr effektiv. Ja, ich bin 20 Level höher als du. Was machst du? Was willst du eigentlich? Aber im Folterfall ist klar. Au. Ah, okay. So, ich hoffe ganz nicht Bodycheck oder irgendwie sowas. Der Teil kann sogar Bodycheck, wenn ich mich irre, ne? Oh, ich weiß es nicht. Du hast daneben gehauen, daneben. Pokéball Flick. Müssen wir, glaube ich, am Ende des Parts so 1/3 aller Pokémon schon gefangen haben, ne? Da sind wir schon bei 100, ne? Oh. Haben schon Carpador. Es treibt Gegner mit seinen scharfen Klingen in die Ecke. Diese schärft es an Felsen eines Flussbetts. Unlicht und Stahl. Krass. Warum sind denn nur Hothuts? Smogon. Smogon haben wir noch nicht. Wie entwickelt sich ein Smogon in Galar Smogon? Smogmog. Ist auch Galar Smogon. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich glaube, ich habe mal doch gefangen, oder? Nö. Meine Reaktionsgas habe ich schon mal gelesen. Dann haben wir schon mal gegen das Viech gekämpft, jedenfalls. Aber bitte sag mir, du kannst nicht Explosion oder so einsetzen, ne? Wäre ein bisschen dämlich. Druckschlag. Bonk. In die Fräse.
Okay. Hatte ich auch so gut wie gefangen, mehr oder weniger, ne? Bonk. Ey. Was? Diese Animation hier ist mal zu sehen, ne? Wir bis auf die Liste. Wobei flieg. Au. Das bleibt drin. Kollege. Kollegin. Boom. Muss schon sagen. Na, entwickelt sich noch jemand? Nö. Komm schon, Carpador. Ich weiß nicht, wann sich Macholo entwickelt. Gelatini. Sein Körper ist zum Bersten voll mit Gas, Giftgas. Angelockt von vorn Gerüchten verrottener Abfälle, lungert es auf Müllhalden herum. Okay. Ich gehe mal kurz raus und rein, weil hier laufen. Wir fliegen nur Hutus herum. Ist ein bisschen merkwürdig. Samogelbaum. Hey. Ich glaube, dich haben wir aber schon. Dieses. Heißt er Primova? Ich glaube, die Entwicklung ist so, ne? Mogelbaum, haben wir dich schon? Nö. Komm mal her. Er wird nie im Leben aus dem Ball rauskommen, weil er sich nicht bewegt. So, das wird ein bisschen. Wow. Du hast jetzt eine Attacke gelernt. Mit der du mich vorwürdig nicht töten kannst. Steinwurf. Steinwurf, Felswurf. Oh. Oh mein Gott, das hat wohl wieder getan. Der sich aber echt nicht bewegt, außer die Augen. Habe ich gerade gesehen beim Blinzeln. Aber ich treffe, dann bewegt sich wenigstens. So, noch einmal. Komm her, du. Au. Hat's voll nicht gemacht, Kollege. So. Und jetzt auch mal hier rein. Danke. Alles klar, ich kann es kaum erwarten, bis mein Detour haben. No, Carpador, endlich. Na, wenn ich Glück habe, wickelt sich Macholo auch. Oh, der 16 wäre ein bisschen zu früh, ne? Ich sag für. Carpador. Endlich. Garados. Cooles Teil. War schon immer cooles Teil. Lass nur nicht mit Elektroattacken anpusten, dann sind weg. Es ist von Natur aus sehr aggressiv. Der Hyperstrahl, den es aus seinem Maul verschießt, äschert seinen Gegner ein. Kaskade. Und Biss. Okay. Dann lernt er auf Level 20, wenn er sich normalerweise entwickeln würde. Es bewegt ein Baum bei Windstill. Ein Ast ist das kein Baum, sondern ein Mogelbaum. An Regentagen hält es sich versteckt. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, halbwegs fertig. Ich sagen, was halt Ding bewegt sich hier draußen so rum, ne? Gut. Gut. Prachtfehler. Gut, haben wieder ein paar Pokémon gefangen. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die sechste Arena, ne? Die Gesteinsarena. Und ja, dann sehen wir mal wieder, weil sich so ein bisschen mehr kämpfe irgendwie. Da war jetzt irgendwie ein bisschen sehr lau in den letzten Folgen. Aber es soll sich
sollte sich dann ändern im nächsten Part. Jetzt so TMs, ne? Kann ich die, habe ich schon alle? Nö, ich habe die noch nicht alle gekauft. Aber die Sachen brauche ich noch nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.